Jungs, was machen wir jetzt? Wir halten uns an die Fluchtpläne, okay? Frank und ich fliehen über die Schiffe, du über den Heli. Aber wie soll ich das schaffen, wenn wir... Wir haben keine Zeit mehr, das Schiff legt in 5 Minuten ab. Viel Erfolg, Jungs. Ich schaff das. Du schaffst das. Ich habe zwar diese Sätze gesagt, aber innerlich habe ich geweint. Ich habe Depressionen gehabt. Junge, ich muss mich in einen verkackten Heli reinschleichen. Das war eine richtige Herausforderung. Um an den Heli ranzukommen, musste ich durch 2 Wachposten durch. Der erste Posten war mit 3 Wärtern besetzt, alle schwer ausgerüstet. Aber ich wusste schon, wie ich da durchkomme. Ich musste nur beim ersten Wachposten den Strom am Sicherungskasten abstellen, dann würden die gar nichts mehr sehen. Das war meine Chance. Perfekt, Junge. Der erste Wachposten wäre erledigt. Jetzt noch der zweite. Der Posten war aber etwas schwerer. Ich konnte nicht die gleiche Taktik wie beim ersten machen, weil der Sicherungskasten oben am Turm war. Aber das macht nichts, denn hier kommt mein Werkzeug zum Einsatz. Bevor wir den Ausbruch geplant hatten, bastelte ich in meiner Zelle ein paar Sachen. Ich hätte auch Liegestütze oder Klimmzüge machen können, aber ich war zu faul. Das hier in meiner Hand ist eine selbstgebaute Steinschleuder. Eigentlich wollte ich die anderen Häftlinge auf dem Hof damit nerven, aber das Ding hat meinen Arsch gerettet. Also habe ich die Wärter am zweiten Posten abgelenkt, indem ich mehrere Steine in die andere Richtung geschossen habe. Der zweite Wachposten wäre auch erledigt. Jetzt muss ich nur noch in den Heli einsteigen, bevor er abfliegt. Nach der Landung habe ich mich auch direkt auf den Weg gemacht, ein Versteck zu suchen. Doch wir waren komischerweise auf dem Dach eines Gebäudes. Ich wusste nur eine Sache nicht. Der Passagier war ein Anwalt. Ich habe es erst rausgefunden, als ich in seinem Büro war. Wow, der hat sein Jurastudium mit 1,0 abgeschnitten. Respekt. So, jetzt kann ich endlich nach Hause gehen und eine Runde fordern. Ach du Scheiße, wer sind Sie? Was machen Sie in meinem Büro? Psst, nicht so laut, Mann, entspann dich. Ich brauche Ihre Hilfe. Sie brechen in mein Büro ein. Denken Sie wirklich, dass... Sekunde. Sind Sie nicht der Typ, der letzte Woche wegen dem Bankraub festgenommen wurde? Ja, genau, der bin ich. Aber ich habe nichts gemacht, wirklich. Ich glaube Ihnen. Das ist alles wirklich für ein... Moment mal. Sie glauben mir? Ja klar, das alles ist ein falsches Spiel. Also, werden Sie mir helfen? Ich bin dabei. Wir werden Ihre Unschuld beweisen. Oh mein Gott, endlich, Junge. Endlich. Vielen, vielen Dank. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass Sie nicht erwischt werden, alles klar? Wissen Sie was? Nehmen Sie mein Büro als Unterschlupf. Kleidung und Schlafsachen bringe ich Ihnen. Sie dürfen sich nur nicht von den Mitarbeitern erwischen lassen. Wow. So schlimm sind die? Die würden Sie direkt verpfeifen. Die zögern bei sowas gar nicht. Vor allem Stefanie. Nur weil ich Ihren Salat gegessen habe. Okay, alles klar. Morgen besprechen wir dann den Plan, ne? Jetzt mal im Ernst. Sie retten einfach meinen Arsch. Ach, ich tue alles für Gerechtigkeit. Ich bin wie Batman. Nur, dass ich keinen 5 Millionen Dollar Anzug habe. Am nächsten Tag haben wir dann auch den Plan in der Kanzlei von meinem Anwalt besprochen. Wow, jetzt kann ich wirklich sagen, mein Anwalt. Geil. Also, wie sieht's aus? Was ist der Plan? Ich werde erstmal bei der Bank einen Antrag auf Einsicht auf Beweismittel einreichen. Wenn das genehmigt wird, dann können wir direkt auf die Kameraaufnahmen zugreifen. Alles klar, ich danke Ihnen nicht für Ihre Hilfe. Penner. Der Antrag wurde abgelehnt. Fuck, ey. Sekunde, ich habe einen Plan. Und wie sieht dieser Plan aus? Ich brauche einmal das Handy von Ihnen. Ich schicke gleich einen guten Freund zur Bank. Der soll erstmal rausfinden, wie viele Kameras bei der Bank zu sehen sind und welche Sicherheitsfirma das ist. Nachdem ich den Kollegen zur Bank geschickt hatte, gab er mir ein paar Infos. Also gut, Bro, ich bin hier. Okay, gut. Und wie viele Kameras kannst du sehen? Sekunde. Insgesamt 6 Stück. 2 vor dem Eingang, 2 gegenüber und 2 an den Seiten. Okay, sehr gut. Und kannst du irgendwo den Namen von der Sicherheitsfirma lesen? Steht da irgendeine Marke oder irgendwas ähnliches? Ja, lass mich ganz kurz schauen. Geldwächter GmbH ist der Name. Oh, perfekt. Vielen, vielen Dank. Ich bin dir was schuldig, alles klar? Ciao, ciao. 6 Kameras und der Name ist Geldwächter GmbH. Deren Zentralgebäude ist sogar 2 Straßen weiter. Okay, sehr gut. Dann gibt's nur eine einzige Möglichkeit, wie wir an die Beweismittel rankommen. Und die wäre? Ich brech da ein und zieh die Festplatte ab. Ganz einfach. Hört sich zwar nach einem dummen Plan an, aber... Es war die einzige Möglichkeit. Also habe ich mich da reingeschlichen und direkt den Überwachungsraum gesucht. Es war ehrlich gesagt ein ganz entspannter Weg. Naja, sagen wir ein wenig entspannt. Mein Trainer war Conor McGregor, ihr Pisser. So, jetzt müsst ihr euch alle noch wie bei Hitman in den Schränken verstecken. Let's go. Naja, zurück zum Thema. Ich war im Überwachungsraum und habe diese verschissene Festplatte gesucht. Wie sollte ich das Ding finden? Hier sind 20 Festplatten. Wann wurde ich nochmal verhaftet? 22.03. Dezember 23, Januar 24, Februar, März. Sehr gut, die Festplatte war endlich in meinem Besitz. Jetzt musste ich nur noch unauffällig wieder in die Anwaltskanzlei zurück. Ach nö, die haben wahrscheinlich die Wachmänner gefunden. Scheiße. Aber dennoch konnte ich aus dem Gebäude flüchten. Nachdem ich auch wieder in der Kanzlei angekommen bin, haben der Anwalt und ich uns das Video angeschaut. Oha, sieht die geil aus. Ich sag nur Instant Smash. Konzentrier dich auf den Beweis. Ja, schon gut. Also, bis jetzt sieht man mich aber nicht. Oh, da bist du. Und aus dem Eingang kommt der Räuber raus. Er wirft mir die Tasche zu. Siehst du das? Siehst du das? Ich hab's doch gesagt. Und genau hier nimmt dich der eine Polizist fest. Das ist der Beweis. Damit beweisen wir deine Unschuld. Und was muss jetzt gemacht werden? Ich treffe mich gleich mit dem Staatsanwalt und bespreche das mit ihm. Du darfst auf gar keinen Fall raus bis zur Gerichtsverhandlung.
okay. Aber kann ich noch? Nein, du darfst dir nichts zu essen bestellen. Das ist zu riskant. Ja, okay. Aber ich darf doch schon... Nein, du darfst dir auch keinen Kakao von der Bäckerei kaufen. Mann, darf ich hier überhaupt irgendwas machen? Ja, du darfst das Internet hier benutzen und warten, okay? Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Staatsanwalt. Okay, viel Spaß. Kannst du mir auf dem Rückweg einen Döner holen? Danke dir. Als der Anwalt auch bei dem verkackten Staatsanwalt angekommen ist, ging die Diskussion auch schon los. Ah, Staatsanwalt George, schön, dass es geklappt hat. Ja, ist gut, gern geschehen, aber wir haben nicht so lange Zeit. Ich habe heute Jahrestag mit meiner Frau und ich muss noch ins Restaurant. Oh, Sekunde, ich habe kein Geschenk für Sie. Egal, ich kaufe mir was von Rolex. Scheiß drauf. Alles klar. Was wollten Sie denn so dringend besprechen? Es geht einmal um den Bankraub vom 22.03., der am helllichten Tag stattgefunden hat. Okay, und was ist damit? Da kam ein neues Beweismittel ins Spiel und deswegen fordere ich eine neue Gerichtsverhandlung auf. Was? Wo haben Sie das Beweismaterial her? Naja... Die wurde mir anonym zugeschickt. Oh. Ich wusste, dass diese Aktion nach hinten losgehen wird. Was? Wovon reden Sie? Diese ganze Aktion, die war geplant. Der Polizist, der Sino verhaftet hat. Was ist mit dem? Der Typ gehört zur Räuberbande. Der sollte irgendeinen Schuldigen finden. Und Sino war das Opfer. Ich will eine neue Gerichtsverhandlung. So schnell wie es geht. Die Wahrheit kam endlich ans Licht. Ich werde diesen Fake-Bullen persönlich in den Arsch treten. Wegen ihm wurde ich ins Gefängnis geschickt. Wegen ihm konnte ich die letzte Folge von meiner Netflix-Serie nicht gucken. Nach einigen Tagen kam es auch zu der Gerichtsverhandlung. Und dieses Mal hatte ich auch einen richtigen Anwalt, Junge. Die gleiche Jury und der gleiche Richter waren auch dabei. Jetzt kommen die Fakten auf den Tisch. Also gut, was soll das Ganze hier? Warum eine neue Gerichtsverhandlung? Sehr geehrte Jury, euer Ehren. Hier in meiner Hand halte ich den Beweis für die Unschuld meines Mandanten. Ein neuer Beweis? Interessant. Ja, dann lass mal schauen. Ich verstehe. Das heißt also... dass der Polizist in Wahrheit ein Komplize ist. Ganz genau, euer Ehren. Ganz genau. Verdammt. Ich wusste, dass Karma wieder zurückkommt. Viel Spaß im Knast. Die Locus Syndicates werden dich so jagen, Junge. Also gut, das Videomaterial ist ein eindeutiger Beweis. Das bedeutet für Sie, Ihr Mandant ist frei. Endlich. Endlich kam die Wahrheit ans Licht. Ich bin endlich wieder frei. Ich werde das Leben in vollen Zügen genießen. Du bist der beste Anwalt der Welt, wirklich. Wie ist eigentlich dein Name? Ich habe nie danach gefragt. Oh, mein Name ist Kevin. Der heißt einfach Kevin, Junge! Naja, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Kevin! Einen Tag später habe ich dann auch meine ganzen Sachen wieder zurückbekommen, inklusive meiner Hausschlüssel. Ich konnte endlich die letzte Folge von meiner Netflix-Serie zu Ende schauen. Ich habe aber leider in den Nachrichten gelesen, dass die beiden Jungs, mit denen ich ausgebrochen bin, noch am gleichen Tag aus dem Weg geräumt wurden. Anscheinend war die Flucht mit dem Heli doch die einzig richtige Variante. Naja, jedenfalls geht das normale Leben wieder los. Hey, wie sieht's aus? Hast du Lust, zu mir zu kommen? Den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Obwohl... Ja, sie ist eine 10 von 10. Ich glaube, ich besuche sie ganz kurz.